Also ein Frühstück. Weihnachtlich eingedeckt. Hat dem Horn viel Freude gemacht. Der Weihnachtsmann ist begeistert. Schöne heiße Cappuccino, schönes Gläschen Champagne, frische, schöne Sachen. Es darf zur Landung gehen. Alle Jahre wieder und in stiller Nacht singen wir die Lieder, weil es Freude macht. Da oben stehen die Sterne, sie funkeln hell und klar. Es leuchten auch die Augen der ganzen Kinderschar. Der Weihnachtsmann, ho, 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 ihr hättet, was er kann. Ho, 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 in der Weihnachtszeit, einmal im Jahr steht er bereit. Ho, 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 hier kommt der Weihnachtsmann. Ho, 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 ihr hättet, was er kann. Ho, 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 in der Weihnachtszeit, einmal im Jahr steht er bereit. Als wenn es schneit, Zauber der Weihnachtszeit. Komm mit mir, wir machen eine Schlittenfahrt. Fahr mit mir durch den verschneiten Winterwald. Was gibt es Schöneres, als wenn es schneit, Zauber der Weihnachtszeit. Die Kufen knirschen, Schneeflocken ich seh, die Pferde traben, es staubt der Schnee, nur du und ich. Ankunft Hongkong, Lufthansa First Class. Ein wirklich wundervoller, entspannter, traumhafter Flug geht zu Ende. Es war turbulenzfrei, ganz wenig Schwankungen. Der Service an Bord war mit sehr Persönlichkeit behaftet. Man hat es geschafft, einen fantastischen Service hier anzubieten. Das Essen war, also ich würde mal sagen, zu fast 90% vom Allerfeinsten. Also ein fantastisches Catering. Und ja, wir sind angekommen in Hongkong. Der Weihnachtshorn hat also diese Weihnachtsreise hervorragend überstanden. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht und natürlich bleibt die Frage, wie sieht es jetzt hier in Hongkong aus? Wie ist das mit dem Abholservice? Steht also schon jemand bereit, der also sich freut und sagt, Mensch, da kommt jetzt unsere First Class Gäste oder unsere Horn Circle Member und die werden jetzt abgeholt und dann direkt zur Einreise gebracht? Oder ist es wie in Singapur, wo jemand da steht und sagt, hallo, da bin ich? Also das wird noch sehr schön und sehr spannend. Wie immer bleiben ja immer neue Erlebnisse, die dann ja, entweder sehr positiv oder sehr überraschend stattfinden. Auf jeden Fall, der Weihnachtshorn ist in Hongkong und ich würde sagen, auf geht's. So, First-Class-Reise geht zu Ende. Wir sagen adieu, vielen Dank für den tollen Service. Wir haben zu danken bis zum nächsten Mal. Gesellschaft. Bis bald. Tschüss. So, dann schauen wir mal, wen haben wir denn da? Da ist er. Yes, this man is okay. I am. Okay. We have an escort service. So we don't have any fast channel for the immigration. But you have no escort service for a passenger for this one? Why you stay here? Why? Because I'm waiting you for say hello. Door. You say hello. Yes, to tell us, yes. And okay, then, that's and enough. And, okay. And then if you have any luggage, our colleague will help you. Yes, okay. Thank you very much. Also das ist wie... Ich finde das wunderbar. Jetzt mal ehrlich. Da steht der, ich meine, es ist nett. Es ist wirklich, es ist ja grundsätzlich ist das nett. Aber ich meine, da muss keiner stehen, der sagt, hallo. Ich meine, aber es ist nett. Also man muss das rechts vor links, sorry. man muss das immer von der doch relativ positiven Seite sehen.
Es steht jemand da und sagt, hallo Herr Schröder, hallo lieber Herr Hon, lieber Herr Hon Weihnachtsmann, wir begrüßen Sie sehr herzlich in Hongkong. Also das heißt, er hält eine Tafel hin, da steht der Name drauf und damit sind wir da. Und dann fragt man, begleiten Sie einen? Dann sagt er, nein, das begleiten wir nicht. Ich meine, das ist schon irgendwie lustig. So, und jetzt kommen wir hier mal ein bisschen, wollen wir mal probieren. So, excuse me, sorry, yes, wonderful, sorry, thank you. Der Weihnachtshorn muss sich ein bisschen Platz machen, denn wir wollen ja schauen, dass wir zeitlich auch gut weiterkommen, denn wir haben jetzt Nachmittag und dann ab ins Hotel und so, wie sieht denn Lufthansa aus? Was haben wir denn da? Transfer? Nein. So, dann schauen wir mal. Merry Christmas! So, Merry Christmas! So, to the immigration, this way. Merry Christmas, ich meine. Viele haben natürlich Anschlussflug und da ist der Hon natürlich entspannt. Denn der Hon Weihnachtsmann, das ist genau so ein Punkt. Das könnte man natürlich machen, könnte ich auch mal einbauen, dass man sagt, wie ist das denn mit dem Anschlussflug? Kommt man da direkt hin? Kommt man da gut hin? Aber ich bin ja also eher lieber, dass ich sage, ich lande, dann checke ich ins Hotel ein und am nächsten Tag geht's dann los. Ho, ho, ho! Merry Christmas! So, guck mal, dann geht's schon hier runter. Gucken wir hier gleich rüber. Ich bin jetzt einfach mal der Masse nach, glaube ich. Ich glaube, dass das korrekt ist. Ich glaube, ja. Lass mich, ja, Immigration. Immigration und Baggage und alles, was dazugehört. Also bis jetzt gut organisiert. Wäre natürlich schön, man würde eskortiert werden. Mal ganz ehrlich. Dass jemand dabei ist, der einem diesen Weg zum ersten Mal zeigt. Und der sagt, wir gehen jetzt zusammen hier runter und dann fahren wir sie da oder laufen wir zusammen da und dahin. Aber wie soll man sagen, man kann nicht alles erwarten. Ein freundliches Hallo ist schon mal gut. Und der Rest ist dann das Gepäck. Das heißt, die werden das wieder am Gepäck so machen, dass das wahrscheinlich schon da steht, wenn man kommt. Das ist ja auch ein toller Service. So, wir fahren mit der Bahn. Ach, guck mal. Schön. Und ihr wisst ja, aus einer Bahn, wo ein Hornsackel einsteigt, wird automatically eine Hornsackelbahn. Oha. Also ich würde mal sagen, das ist relativ voll. Also aus dieser Bahn mache ich keine Hornsackelbahn. Auf gar keinen Fall. Ich meine, wir sind wieder in Asien. Massen! Der Wahnsinn. Guck mal, ich meine, da steht das schon, ja? Merry Christmas. Das ist schon wirklich... Ich gehe mal noch ein Stück nach vorne, denn ich meine, das wäre ja wieder witzig, wenn ich da ganz in der Spitze stehen könnte. Das schauen wir mal. Das wird lustig. Das ist lustig. Wir sind genau in der Ecke, wo wir hinwollen. Ist okay. Und da geht's lang. Jetzt schauen wir mal, wenn wir ein bisschen Licht haben, wird alles gut. Und wir kennen keinen Stress. Und wir fahren jedes Jahr zu der Kinderschar. Wir sind vom Weihnachtsexpress. Und wir kennen keinen Stress. Wir sind vom Weihnachtsexpress. So, hier gehen sie alle raus. Da gehen wir mal mit, ne? Ho, ho, ho. Also man kann schon sagen, das ist schon ein bisschen Dubai, ne? Weil das ist ja auch so groß. Aber hier ist es einfach noch mehr Masse. Heilige Maria. Also da muss man sagen, das ist schon Menge an Mensch.
das ist schon sozusagen die Vorbereitung, ungefähr das Gefühl, wie es in der Zukunft aussehen wird. Aber eine Rolltreppe für so viele Menschen und eine zurück. Ah nee, zurück sind es zwei. Aber hoch ist es nur eine. Also eine ganze Menge. Also eine ganze Menge Mensch für eine Rolltreppe. Fünf wäre ein Minimum gewesen. Der Weihnachtsmann wurde gecheckt, ob er sozusagen temperaturtechnisch in Ordnung ist. Das war er. Und das lag wahrscheinlich daran, dass ich so ein heißes Kostüm habe. Also das Kostüm ist heiß. Und aus dem Grunde, sorry. Und aus dem Grunde ist es so, dass die Hitze, die dieses Gerät aufnimmt, bei mir etwas größer war. Oh Gott. Also ich meine, immer quer durch, ne? Immer quer durch. Immigration. Also erstmal, Immigration ist ja das Wichtigste. Wir wollen ja an Land, auf das Island. Und von der Seite, willkommen in Hongkong. Oh, da bin ich schon wieder zu Hause. Hongkong hat sich vorbereitet auf den Hon-Weihnachtsmann. Ist das schön? Guck mal, das nenne ich ein Wow. Greetings from Hong Kong International Airport. Das ist ein echtes Go und das macht den Hon besonders froh. Guck mal, schon wieder am Rhein. Bin schon wieder mit Matthias Rhein. Das ist ein Wow. Jetzt haben wir noch ein schönes Selfie. Also ich sag mal so, das ist Band 2. Und jetzt gehe ich wirklich, also zumindest von diesem Grundservice aus, weil ich sehe schon die Priority, die läuft schon. Und ich muss mich jetzt nicht um die Aufgabe suchen, kümmern, dass... da drüben ist die 2. Nein, es läuft noch gar nichts. Oder? Ist das Frankfurt? Nein, ist Helsinki? Nein. Also, ich bin anscheinend sehr schnell durch diese Security gekommen. Der Weihnachtshorn kommt immer schnell irgendwo durch. Manchmal stockt's. Manchmal. Aber heute sind wir gut angekommen. Ein einzelner Koffer. Nicht der Hornkoffer. Was haben wir? München. Das ist hier die 2. Und hier sollte jetzt eigentlich Frankfurt kommen. Steht aber nicht dran. Da steht München. Was machen die denn, sag mal? Es ist also doch schon da. Na gut, ich verschaffe jetzt erstmal einen Überblick. Was hat man gemacht? Man hat von Nummer 2 auf Nummer 7 geswitcht. Auch wieder so ein Ding. Hätte man auch schon sagen können. Wäre also eine gute Möglichkeit gewesen, den Service noch zu verbessern, indem man... So bis zur Weihnacht